Ja, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium in dieser zweiten Februarwoche. Wir haben ja diese Woche kein Übungsblatt mehr, aber wie ich letzte Woche schon gesagt hatte, würde ich einfach einmal ein paar Themen durchgehen, dass wir uns so ein bisschen in Erinnerung rufen können, was dieses Semester eigentlich passiert ist. Ja, das wird heute auch aufgezeichnet, also zumindest solange meine Aufzeichnungstechnik läuft, wie jedes Mal. Wenn es läuft, dann zeichne ich auf. Also insofern könnt ihr euch das auch dann nochmal vor der Klausur auch nochmal in Ruhe nochmal angucken. Ich hoffe, ihr rennt jetzt nicht hier alle wieder aus dem Raum raus. Genau, also wie gesagt, sofern die Aufzeichnungstechnik nicht zwischendurch streikt, was ich nicht hoffe, zeichnet das auf. Genau, aber was ich sagen wollte, wir gucken also einmal über die Themen ein bisschen rüber. Wir können natürlich nicht direkt in die Tiefe gehen, aber ich hoffe, so ein paar Themen anreißen zu können, auf die ihr dann aufbauen könnt in eurer Klausurvorbereitung. Genau. Und eines der allerersten Themen, was wir hatten in diesem Semester, ist das Thema Zahlendarstellung gewesen. Das erinnert ihr vielleicht noch, lang genug mit traktiert. Und insofern, die erste Aufgabe, die uns wir einmal angucken würden, ist eine Dezimalzahl in eine Binärzahl zu wandeln und dann die Angabe von Oktal- und Hexadezimalzahl dazu. Ja, erinnert ihr euch noch, wie man das macht? Was müssen wir machen, um eine, oder können wir machen, um eine Dezimalzahl in eine Dualzahl zu wandeln? Es gab mehrere Methoden. An welche Methoden erinnert ihr euch noch? Ja, Potenztabelle, das ist eine Möglichkeit, genau. Potenztabelle war das, wo wir unsere Potenzen aufgeschrieben haben und dann das runtergebrochen haben. Genau, Divisionsrestverfahren ist eine andere Möglichkeit. Das ist das, was wir jetzt einfach mal machen würden als eine der Möglichkeiten. Wie gesagt, solange nicht explizit gesagt ist, welche Variante man nutzen soll, seid ihr frei in dem Ganzen. Wie ging denn das Divisionsrestverfahren? Was mussten wir dafür machen? Genau, wir teilen durch 2 und notieren uns den Rest. Das heißt, wir fangen an mit 27. Ja, ne, Moment mal, was teilen wir eigentlich durch 2? Wir müssen aufpassen, ne? 27,125. Genau, das ist eine Kommazahl. Beim Divisionsrestverfahren müssen wir Vorkommastellen und Nachkommastellen getrennt betrachten. Und insofern nehmen wir erstmal nur die 27. 27 durch 2 ergibt 13 Rest 1. 13 durch 2 sind wir bei 6 Rest 1. Wie lange ging das Divisionsrestverfahren beim Vorkommastellen? Wann höre ich auf? Was ist normalerweise die letzte Zeile beim Divisionsrestverfahren bei den Vorkommastellen? Bin ich auch schon fast da. Wie lange mache ich das Ganze? Irgendwann muss ich ja aufhören. Irgendwann muss ich wissen, dass ich aufhöre.
Ja, nicht einfach nur noch nur eine Eins da. Klassischerweise ist es so, dass ich als letzte Zeile 1 durch 2 gleich 0 Rest 1 habe bei den Vorkommastellen. Ja, also ich weiß zwar schon hier in dem Moment, wo ich 3 durch 2 gleich 1 Rest 1 oder 2 durch 2 gleich 1 Rest 0 käme, dass ich im Endeffekt am Ende bin von dem Ganzen. Aber die wirklich letzte Zeile ist 1 durch 2 gleich 0 Rest 1. Denn wir wollen ja nachher auch die Binärstellen ablesen können. So, wir haben jetzt aber nur die Vorkommastellen bisher genommen. Ihr hattet auch recht, vorhin schon Nachkommastellen müssen wir das Ganze multiplizieren. Also wir fangen an mit 0,125 mal 2. Das ist 0,25. Schreiben auch hier potenzielle Reste auf. Und hier ist es dann tatsächlich so, dass wir das so lange machen, bis wir auf eine saubere 1 kommen. Das ist hier noch nicht der Fall. Das ist erstmal 0,5 Rest 0. So, und ähnlich wie bei den Vorkommastellen mit 1 durch 2 gleich 0 Rest 1 ist bei den Nachkommastellen. Es ist so, dass wir dann 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1 rauskommen. Das wäre die letzte Zeile. Es könnte ja auch sein, dass wir 0,75 haben als Nachkommastelle. Dann kämen wir ja bei 2 auf 0,5 Rest 1. Dann müssten wir trotzdem nochmal das Ganze mal 2 nehmen. Hätten dann 0, ja, 0,5, genau, dann wären wir dann nämlich dann 0,5 auf der nächsten 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1 und hätten dann die Nachkommastellen 1, 1. So, aber wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Vorkommastellen haben wir, Nachkommastellen haben wir. Wie lesen wir denn jetzt unsere Binärzahl hier raus ab? Okay, genau. Also Vorkommastellen von unten nach oben. Ups, das war die Shift-Taste. Und die Nachkommastellen genau umgekehrt. Da lesen wir das von oben nach unten ab. Heißt für uns also, wir fangen vorne an. 1, 1, 0, 1, 1. Und die Nachkommastellen von oben nach unten. 0, 0, 1. Okay, damit haben wir unsere Binärzahl. Wir sollen jetzt aber ja auch Oktal- und Hexadezimalzahlen angeben. Wie können wir das möglichst schnell, einfach und geschickt machen? Also unsere Binärzahl, und es gab da ja so einen Trick, wie wir aus einer Binärzahl ganz schnell und einfach Oktal- und Hexadezimal kriegen können, ohne lange rechnen zu müssen. Genau, also wir können Bits gruppieren, so also heißt das ja auch. Für Oktalzahlen immer 3 Bits und für Hexadezimal 4 Bits. Jetzt haben wir 5 Vorkommastellen. Also das einmal ja nochmal zur Erinnerung. Wir müssen bei dem Bit gruppieren an dem Komma auch trennen. Wir haben 5 Vorkommastellen.
Wenn wir jetzt Dreier-Bitgruppen machen sollen, wie machen wir das an der Stelle? Genau, also in dem Fall, wenn vor dem Komma wir nicht genug Stellen haben für unsere Gruppierung, dann füllen wir mit Nullen davor auf, also nach links auf. Das heißt, die erste Dreiergruppe wäre 0, 1, 1, dann haben wir nochmal 0, 1, 1, dann kommt unser Komma und 0, 0, 1. Das wären unsere Oktalzahlen gruppiert. Die können wir einmal umwandeln. 0, 1, 1 ist noch relativ einfach. Das war die 3. Aber sogar zweimal macht es noch einfacher. Also, weil 3-Bit-Oktal, das lässt sich nochmal relativ gut umwandeln im Kopf. Hexadezimal vielleicht ein bisschen schwieriger. Entschuldigung, Hexadezimal ein bisschen schwieriger. Da muss man dann eventuell sich sonst das einmal kurz daneben irgendwie auf dem Schmierpapier schreiben. Sollte aber dann ja auch gehen. So, und Hexadezimal machen wir dann auch. Vierer-Bit-Gruppen. Das heißt, wir brauchen zwei Nullen davor. Nee, Moment. Drei Nullen sogar. 1, 1, 0, 1, 1. Hier reichen uns die Nachkommastellen nicht aus, da wir nur drei Nachkommastellen haben, aber Vierer-Bitgruppen brauchen. In dem Fall halt das Umgekehrte zu der Vorkommastelle. Wir füllen nach hinten auf, weil wir damit die Originalzahl oder den Wert der Zahl ja nicht verändern. Gut, dann hexadezimal einmal umgewandelt. 1 ist einfach. 1, 0, 1, 1. Da muss man jetzt schon wieder ein bisschen anfangen zu rechnen. Deswegen sagte ich, im Zweifel schreibt euch das sonst einmal kurz runter auf dem Schmierblatt. Also 1, 0, 1, 1 sollte das B sein. Und 1, 0 ist natürlich die 2. So, das also relativ schnell und einfach. Mit dem Divisionsrestverfahren einmal umgewandelt das Ganze. Dann gruppiert, Dreiergruppen für Oktal, Vierergruppen für Hexadezimal. Wir hätten zur Zahlenumwandlung auch Potenztabellen oder Potenzreihen machen können, indem wir gesagt haben, das ist dann also 2 hoch, was ist das? 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 und so weiter, bis wir das alles aufgefüllt haben. Mit Nachkommastellen war vielleicht so ein bisschen nerviger, da kennt man dann nicht unbedingt die Potenzreihen alles. Oder das Horner-Schema, was wir auch in Übungen benutzt haben, nehmt für die Klausur, wenn nicht eins explizit gefordert ist, das, was euch am einfachsten fällt. So, aber das war jetzt ja nur Teil A. So, jetzt können wir wieder das sehen. Aufgabenteil A, Aufgabenteil B sagt uns, wir sollen das Ganze angeben als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen und danach ins Zweierkomplement wandeln. Was müssen wir denn jetzt hier machen, um damit dann weiterzugehen? Also Aufgabenteil A haben wir abgehakt. Wir haben umgewandelt. Jetzt Aufgabenteil B, Angabe als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen und danach ins Zweierkomplement wandeln. Ja, auch hier müssen wir in gewisser Art und Weise gucken, wie weit wir mit Nullen auffüllen. Genau. Also so ein typischer Stolperstein ist eben, dass es heißt, eine Zahl, eine Binärzahl mit so und so viel Vorkomma- und Nachkommastellen. Und ihr rechnet das Ganze zwar schön um, vergesst aber entsprechend das anzugeben. Also drei Nachkommastellen gucken wir mal. Die haben wir hier. 1, 2, 3. Vorkommastellen 1, 2, 3, 4, 5. Das sind nicht genug. Dann müssen wir in dem Fall halt gucken, dass wir es mit Nullen auffüllen.
Wenn wir weniger Nachkommastellen zum Beispiel haben sollen, als wir haben, dann müsste man entsprechend halt runden an der Stelle. Gut, ich kopiere das mal gerade eben rüber. Und würde sagen, das nehmen wir einmal raus. Okay, die Angabe mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen, soweit alles gut. Wie geht's nun weiter? Okay, genau. Wir sollen das Ganze ja in Zweierkomplement wandeln. Dafür würden wir invertieren, das stimmt. Und natürlich dann die plus 1 am Ende nicht vergessen, richtig. Rein nur invertieren ist ja erstmal nur das Einerkomplement. Und aus dem Einerkomplement plus die Zahl, plus die 1-Addition an der letzten Stelle kommen wir dann auf das Zweierkomplement. So, was bedeutet das für uns also hier? Wir nehmen unsere Invertierung. Drei Nullen sind drei Einsen. Zwei Einsen werden zu zwei Nullen. Die Null wird zu 1. Die Einsen zu Nullen. Komma 110. Das ist das Invertieren. Dann müssen wir das plus 1 noch machen. Wo genau mache ich denn jetzt das plus 1? Okay. Genau, da muss man aufpassen. Die 1 ist immer wirklich auf der allerletzten Stelle gemeint. Also wir haben hier zwar ein Komma. Aber das berücksichtigen wir nur insofern, als dass wir eigentlich plus 0,001 addieren. Die 1 wirklich auf der allerletzten Stelle hier rechts addieren, sonst funktioniert das nicht mit dem Zweierkomplement. So, und wenn wir das dann zusammenrechnen, dann sollte diese Zahl da rauskommen. Also einfach nur die 1 auf der letzten Stelle. So, dann die Frage, oder wie in der Übung die hinterste 1 behalten und alles davor invertieren. Das dürfte auf das gleiche Ergebnis kommen. Aber der normale Weg ist halt eigentlich, dass man sagt, also zumindest von der Rechenbeschreibung, einmal invertieren plus 1 auf die letzte Stelle. Und es gibt ja nicht nur das Einer- und das Zweierkomplement. Es gibt ja nicht nur das Einer- und das Zweierkomplement. Es gibt ja noch andere Komplemente. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir mal oder dass ich mal davon gesprochen hatte, von dem B-1-Komplement beziehungsweise dem B-Komplement. Wisst ihr noch, wofür das B stand? Wenn man vom B-1-Komplement oder dem B-Komplement einer Zahl spricht, wofür stand da das B? Genau, das B war für Basis. Und insofern, wenn wir halt im Dualsystem sind, deswegen hier Zweierkomplement,
ist ja halt für 2, 2 minus 1, also wäre das B minus 1 Komplement, ist das einer Komplement fürs Dualsystem. Wir können das Ganze aber natürlich auch beispielsweise mit dem Dezimalsystem machen. Da hätten wir das Neuner Komplement beziehungsweise das Zehner Komplement. Wisst ihr noch, wie man das Neuner Komplement bildet? Okay, genau, also auch beim Neuner-Komplement ist das genauso mit dem Invertieren. Das heißt, wenn man die Sache, dass wir das B-1-Komplement haben oder das B-Komplement haben, ist eine verkürzte Beschreibung dafür, dass die Sache mit dem Invertieren plus Addieren auf der letzten Stelle für alle uns üblichen Zahlensysteme funktioniert, also sowohl das Dezimalsystem als auch das Dualsystem, als auch das Hexadezimalsystem oder auch das Oktal, kann man das Ganze machen. Deswegen immer dieses B-1, also Basis minus 1, wird immer invertiert und das B-Komplement selber ist dann das B-1-Komplement plus eine 1 auf der letzten Stelle. Also in dem Fall hier jetzt für das Dezimalsystem würden wir halt 0 mit 9 invertieren, wir würden 1 mit 8 invertieren, 2 mit 7, 3 mit 6 und 4 mit 5. Und das Zehner-Komplement ist dann das Neuner-Komplement plus 1. Also wenn man jetzt sagen würden, wir würden 376 das Zehner-Komplement bilden wollen, dann würden wir das erstmal einmal invertieren. 3 wäre die 6, die 7 wäre die 2 und die 6 wäre die 3. Plus eine 1. Und würden dann auf 624 kommen. Ich hoffe, das reicht so ein bisschen zur Erklärung mit den verschiedenen Bs als Komplementbasis. Also an sich, es funktioniert halt in jedem Zahlensystem, was wir üblicherweise so kennen. Benutzt wird es natürlich hauptsächlich im Dualsystem. Und das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage. Wofür nutzen wir eigentlich das Zweierkomplement? Okay, ja, es hat was mit negativen Zahlen zu tun. Wir können zum einen halt uns dadurch behelfen, dass wir sagen, dass wir negative Zahlen darstellen. Und eben wissen, also wenn wir über eine Bitkette wissen, dass sie negative Zahlen enthalten kann und wenn sie negativ ist, dass es ein Zweierkomplement ist, dann haben wir durch die erste Stelle, die ganz links, dann in der Regel unseren Hinweis, ob es nun eine negative Zahl ist oder nicht. Grundsätzlich aber die Idee, dass wir das Zweierkomplement nutzen können, um die Subtraktion zu ersetzen durch Addition. Also Bits einfach einmal zu flippen auf der Hardware ist vergleichsweise einfach und billiger als jetzt irgendwie groß ein weiteres Hardware-Teil zur Berechnung draufzusetzen.
Und wenn wir mit Zweierkomplementen rechnen und eine Subtraktion dadurch durch eine Addition ersetzen können, dann brauchen wir halt nur auf der Hardware was, was uns die Addition halt berechnen kann und nicht auch noch eine Möglichkeit für die Subtraktion. Gut. Das soll, glaube ich, uns erstmal an der Stelle hier reichen. Wir gucken uns aber noch weiter Dezimalzahlen an. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Da wollte ich hin. Und zwar, ja, wir haben eben einmal addiert. Ganz banal. Das war noch relativ langweilig, beziehungsweise wir können ja auch noch dazwischen addieren. Aber wie sieht denn das eigentlich aus mit Subtraktion, Multiplikation und Division? In dem Fall also auch die echte Subtraktion im Dualsystem. Wir haben zwei duale Zahlen. Und würden jetzt mal versuchen, wie gut wir das hinkriegen. Ich muss jetzt nur einmal schauen, dass wir hier die richtige Ebene erwischen. Na gut, nehmen wir die. Na gut, dann fange ich da halt an. Also 1, 1, 0,01 und 1, 0,1, zwei binäre Zahlen. Das erste ist also die erste Teilaufgabe Subtraktion. Worauf muss ich bei einer Subtraktion achten im Dualsystem oder wie funktioniert die? Könnt ihr irgendwas dazu noch sagen? Also außer jetzt ohne Zweierkomplement. Weiß nicht, vielleicht ist die Frage auch zu einfach gestellt. Also ich habe zwei Zahlen und die sind binär und ich will sie subtrahieren. Was muss ich machen? Okay, ja, ich kann das Zweierkomplement addieren. Darauf wollte ich immer noch nicht raus. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es ganz zu einfach. So einfach, dass ihr da einfach denkt, das kann sie nicht meinen. Doch, ich meine das einfach. Ich wollte darauf hinaus, dass die Subtraktion ganz genauso ist wie, also die Standard-Subtraktion beim Dualsystem ganz genauso ist wie im Dezimalsystem. Wir nehmen eine Zahl, schreiben ein Minus in die zweite Zeile und schreiben dann 1,1 darunter, schön die Kommas untereinander und machen eine schriftliche Subtraktion. Gehen von hinten vor, 0, also die gedachte 0 quasi hier auf der letzten Stelle, ziehen wir von der 1 ab, das heißt, es bleibt eine 1 über. Hier haben wir jetzt eine 1, die wir von der 0 abziehen wollen. Das geht nicht. Also geht schon. Wir müssen uns nur ein bisschen was borgen. Also brauchen wir einen Übertrag auf der Stelle davor. Haben also dann 1, 0, minus 1. Es bleibt 1 über. Den Übertrag merken wir uns gerade mal. Wir kommen zum Komma. Das nehmen wir mit. Wir haben 0, minus 0, minus den Übertrag 1. Müssen wir uns wieder einen von der Stelle davor borgen. Das heißt 1, 0. Minus 1 ist dann 1 mit dem Übertrag 1. So, jetzt haben wir 1 minus 1 minus Übertrag 1. Ist wieder eine 1 zu wenig. Wir brauchen nochmal einen Übertrag. Dann kommen wir auf 1, 1 minus 1, 0, weil wir ja zwei Einsen hatten. Eine 1 bleibt über. Der Übertrag geht nach vorne. 1 minus Übertrag 1 ist 0. Und dann wären wir an der Stelle durch. Aber weil es so schön erwähnt ist, ja, wir könnten auch natürlich das Zweierkomplement nehmen. Darüber hatten wir ja kurz gesprochen. Dann würden wir
nicht 1,01 abziehen, sondern müssten halt einmal schauen, dass wir mit möglichst gleicher Bitbreite das addieren. Also, was haben wir? Wir haben erstmal 0,1, 0,1, 0. Das Ganze invertieren wir einmal. Dazu 101,01 plus eine 1 auf der letzten Stelle ist 1,0. So, und jetzt addieren wir das Ganze. Wir kommen auf 0,11 hinten raus. Da haben wir eine 1, da haben wir eine 1 und hier vorne, da ist das einzige Mal, wo wir einen Übertrag kriegen. Das heißt, auf der vierten Stelle vor dem Komma haben wir den Übertrag 1. Die Stelle danach. Genau, das ist unser Übertrag 1 hier vorne. Alles andere ist jeweils nur 1 plus 0. Das heißt, wir kämen auf 1,0,11,11. Das sieht jetzt erstmal anders aus als das, was wir links hatten, aber warum ist das okay? Genau, also dass wir hier diesen Überlauf haben mit der 1, ist genau richtig. Der sagt uns nämlich, dass wir eine positive Zahl rausbekommen haben. Wir dürfen abschneiden. Mal gucken, ob ich vielleicht. Genau, ich kann die Zahl einmal hier ein bisschen quer machen. Die erste 1, das ist nur unser Marker, dass wir eine positive Zahl rausgekriegt haben. Hätten wir keine 1 gehabt, dann wäre das ein Ergebnis eine Zahl im Zweierkomplement gewesen, also eine negative Zahl, die wir nochmal wandeln müssten, also nochmal das Zweierkomplement davon bilden, um das eigentliche Ergebnis zu kriegen. So aber schneiden wir den Rest ab. Naja, die 0, die fällt hier irgendwie auch weg und dann kommen wir auf 1,1,11. Gut. Multiplikation. Wie funktioniert denn jetzt Multiplikation? Wie war das denn? Wie würdet ihr die Multiplikation jetzt schreiben? Ja, auch wie man das kennt. Ja, genau, also so wie man das im Dezimalsystem kennt. Vielleicht stresse ich das ein bisschen zu stark, aber ich finde es halt eben wichtig zu sagen, ja, es gibt so Dinge, die kennt man und die darf man einfach genau wiederverwenden. Also ich habe meine beiden Zahlen, ich mache die schriftliche Multiplikation wie im Dezimalsystem, also ich schreibe sie beiden da voreinander, mache meinen Strich darunter und dann gehe ich hier meine zweite Zahl durch, Stelle für Stelle, multipliziere das mit der ersten und schreibe mir das auf. Und zwar so verrückt, dass die letzte Stelle meines Ergebnisses immer genau unter meiner zweiten Zahl steht. Das heißt, ich habe hier einmal die 110,01. Da fehlt noch einer. So. Jetzt könnte ich natürlich hier immer überall das Komma mit reinschreiben. An sich kümmern wir uns um das Komma bei der Multiplikation im Anschluss. Insofern schreibe ich also nur die reinen Binärzahlen hin. Dann habe ich hier als zweites 0. Wenn ich sicherstellen will, dass ich nicht vergesse, gerade wenn es mehrere Zahlen sind, ich kann es einmal reinschreiben. Und noch einmal mal 1 das Ganze. Alles schön untereinander. Und dann muss ich ähnlich wie im Dualsystem das einfach einmal addieren. Das ist eine 1. Dann auf der vorletzten Stelle zwei Nullen. Dann 1, 0, 0 ist 1, 0. Ja gut, das ist alles relativ einfach. Kann das einmal runterschreiben.
So, und ich hoffe, ihr habt gerade nicht mitgekriegt, wo ich mich vertippt habe. Das passiert, wenn man zu schnell denkt. So, ich würde also das Ganze einmal addieren. Gegebenenfalls halt muss man da natürlich auf Überträge achten. Denkt dran, dass es halt dann ganz schnell passieren kann, wenn ich hier zwei Einsen, nein, wenn ich drei Einsen hier untereinander habe, beispielsweise, den Übertrag weiterreiche und dann nochmal hier einen Übertrag bei der nächsten Stelle. Also es kann halt auch sein, dass ein Übertrag plötzlich zwei Stellen weiter links landet. Also da einfach nur ganz sorgsam Stelle für Stelle durchgehen, und aufpassen, dass ihr die Überträge immer berücksichtigt. So, jetzt habe ich meine Zahl addiert. Jetzt muss ich mich irgendwie nochmal um die Kommastellen kümmern. Wie ist denn das mit den Kommastellen bei der Multiplikation im Dualsystem? Genau, also für die Kommastellen bei der Multiplikation müssen wir einfach nur darauf achten, die ursprünglichen Nachkommastellen zu addieren. Das ist in dem Fall, das ist in dem Fall zwei Nachkommastellen plus eine Nachkommastelle macht drei Nachkommastellen. Das heißt, unser Ergebnis sind dann 41,101. Also relativ ähnlich, zwar immer noch zu dem Dualsystem der schriftlichen Multiplikation, aber wobei mit Kommastellen ist es, glaube ich, das gleiche auch im Dezimalsystem. Aber jedenfalls denkt einfach dran, wenn ihr im Dualsystem Multiplikationen macht und ihr habt Kommastellen, dass ihr dann die ursprünglichen Nachkommastellen addiert. So, eine Sache fehlt uns noch, das ist ein bisschen spannender. Und zwar die Division. Wie gehen wir denn da jetzt am besten ran? Und bitte sagt mir nicht einfach, ja, schriftliche Division. Wir sollten über eine Sache nämlich hier genau drauf aufpassen. Nämlich, wie gehen wir mit den Kommastellen um und der Tatsache, dass wir hier Kommazahlen haben? Also vom Grundsatz her soll ich ja irgendwie das hier rechnen. 1, 0,1 geteilt durch 1, 0,1. Und das kann man so rechnen und kann man so machen. Und dann wundert man sich am Ende nachher, wo setze ich denn das Komma im Ergebnis? Es gibt einen Trick, wie ihr das relativ einfach umgehen könnt, indem ihr sagt, ja, mach das ein bisschen anders. Machen wir das einfacher, indem ich mit den Zahlen ein bisschen was mache. Habt ihr eine Idee, was man mit den Zahlen machen kann? Genau, wir können das Komma verschieben, so sehr, dass es dann verschwindet für uns. Wenn wir hier jetzt sagen, wir haben unser 110,01, das ist ja das gleiche wie 11001 mal 2 hoch, jetzt habe ich das geschoben, 2,2 Stellen nach rechts schieben. Was passiert mit dem Exponenten denn jetzt? Exponent war vorher mal 2 hoch. Ja, also war ganz, ganz normal, mal 2 hoch 0. Und genau, in dem Moment, wo ich das Komma nach rechts verschiebe, wird mein Exponent kleiner und ich komme auf 2 hoch minus 2. Das heißt, ich rechne statt mit diesen blöden Kommazahlen einfach mit 1, 1, 0, 1. Nee, da fehlt noch 0, 1, 1, 0, 0, 1. Geteilt durch 1, 0, 1,
Jetzt aufpassen, wir haben das Komma zwei Stellen verschoben. Das müssen wir hier auch einmal machen, also durch 1, 0, 1, 0. Und dann kann ich das nämlich ganz einfach machen wie von der Berechnung her im ja, schriftliche Division im Dezimalsystem. Ich schaue, 1 reicht noch nicht zum Teilen, 1, 1 reicht noch nicht, 1, 1, 0 reicht noch nicht, 1, 1, 0, 0. Ja, da habe ich potenziell die Chance. Das sieht gut aus. Ja, das passt genau einmal. Das heißt, das wäre einmal. Einmal 1, 0, 1, 0. Das muss ich abziehen. Bekomme dann letzten Stelle eine 0, auf der vorletzten eine 1. Hier ist der Übertrag, also bleibt hier die 1 stehen. Okay, und dann bin ich in der zweiten Zeile. Ich hole mir die nächste Zahl runter, das ist eine 1. Das heißt, ich habe jetzt 1, 0, 1. Das reicht irgendwie nicht. Das heißt, hier kommt eine 0 hin. 0 mal 1, 0, 1, 0 ist natürlich 0. Das ziehe ich dann wieder ab von der Zahl, die ich teilen wollte. Behalte also 1, 0, 1. Jetzt habe ich hier oben keine Zahl mehr zum Runterholen. Wie geht das dann weiter, wenn ich mir keine Zahl da nehmen kann? Genau, ich mache dann an der Stelle weiter, dass ich mit Nullen das auffüllen kann. Und es ist so, dass ich hier ja gerade die Kommastelle habe, wo ich rüberlaufe. Das Komma nehme ich auch ins Ergebnis mit rüber. Und habe hier 1, 0, 1, 0. Das geht netterweise tatsächlich einmal. Einmal 1, 0, 1, 0 ist 1, 0, 1, 0. Ich ziehe das Ganze ab von der Zahl, wo ich geteilt habe, bekomme 0 raus und bin tatsächlich sehr glücklich. Das heißt, dadurch, dass wir vorher das Komma verschoben haben, haben wir uns es etwas einfacher gemacht zu erkennen, wann wir hier über das Komma gehen. Das Ganze dürfen wir halt machen, weil das Verhältnis der Zahlen untereinander sich nicht ändert bei der ganzen Geschichte. Genau, aber für uns netter, als wenn wir irgendwie mit zwei Kommazahlen rechnen müssen. Mit einer Kommazahl kann man vielleicht noch umgehen, mit zwei Kommazahlen, dann fängt es dann an, dass man immer aufpassen muss, keine Fehler zu machen. Jetzt ist Division natürlich etwas, was gerne auch mal ein wenig hässliche Werte in dem Ergebnis gibt. Ne, jetzt ist das hier ist schön glatt aufgegangen, das ist richtig nett. Es kann natürlich auch theoretisch eine Periode rauskommen. Ich hoffe, dass es, wenn es eine derartige Aufgabe in der Klausur gibt, nicht der Fall ist, dass es vielleicht maximal nach ein paar Nachkommastellen offen ist. Möchte aber nur darauf hinweisen, es kann sein, dass bei sowas auch eine Periode rauskommt. Und da müsst ihr im Zweifel gucken, ob sich das entsprechend wiederholt in mit den Zahlen, die ihr als Ergebnis bekommt und dann weiterteilt. Weiß gar nicht, wie das dieses Jahr in den Hausaufgaben war, das auch eine Periode war oder nicht. Ja, genau. Das also einmal Subtraktion, Multiplikation und Division. Und wir machen weiter mit was anderem zum Thema. Dualer Zahlen und zwar wir haben zwei Zahlen, 23 und minus 0,75. Diese sollen wir als Dezimalzahlen in normalisierter 32-Bit-Gleitkommazahl angeben. 32-Bit-Gleitkommazahl hat ein Bit-Vorzeichen, 8-Bit-Exponent in Exzess 127 und 23-Bit-Mantisse. Es genügt uns aber in dem Fall hier die ersten 8 Bit anzugeben. Wir machen das jetzt hier mit einer einfachen 32-Bit-Gleitkommazahl. Prinzipiell könnte man das natürlich auch oder kann das Ganze auch mit 64-Bit-Gleitkommazahl sein. Dann
haben wir vor allem eben auch, ja, auch unter anderem unsere größere Mantisse mit dem Ganzen. So, normalisierte 32-Bit-Gleitkommazahl. Wir erinnern uns, da war so eine Bezeichnung für. Diese tolle Standardbezeichnung, ne? IEEE 754. Also das ist so, das könnte halt auch sein, wenn da irgendwie steht, eine Dezimalzahl nach IEEE 754 angeben. Meistens steht aber tatsächlich noch so ein Hinweis mit normalisierte Gleitkommazahl und so weiter. Ja, nur, dass ihr da noch dran denkt. Ja, Vorschläge, wie wir vorgehen. Die 8 ist die erste Zahl, die wir entsprechend angeben sollen. Was müssen wir machen? Okay, eine Sache, die wir machen müssen, ist, dass wir das in Dualzahl umwandeln. Richtig. Unsere 8. In dezimaler Darstellung wandeln wir um nach dualer Darstellung. Das wäre die 1 dreimal die 0. Und genau, dann müssen wir es noch normalisieren. Was hieß normalisieren? Also eine Zahl normalisieren. Es hat was mit vorm Komma zu tun. Aber Achtung. Was genau muss vorm Komma? Okay, ja, genau. Man kann das auch sehr allgemein beschreiben. Die Zahl, die 1 kleiner als die Basis ist. In dem Fall ist es jetzt hier, wir haben hier das Dualsystem. 1 kleiner als die Basis ist die 1. Also fürs Dualsystem heißt es, dass wir eine 1 vorm Komma haben und auch nur eine 1 und maximal eine 1. Nein, also beim Dualsystem haben wir genau eine 1. Beim Dezimalsystem hätten wir irgendwie 1 bis 9 vorm Komma. Das wäre 1, 3 mal die 0 mal 2 hoch. Ne, in dem Fall haben wir jetzt das Komma nach links verschoben, also in die linke Richtung. Das heißt, unser Exponent wird größer an der Stelle und das wäre der Exponent 2 hoch 3, der da dann rauskommt. Okay. So ein bisschen anders formuliert auch, die erste Stelle ist, also die Stelle vorm Komma ist genau einmal um ein. Nein, anders. Kurz gefasst, kurz gefasst, Dualsystem, 1 vorm Komma, davor dürfen nur Nullen sein, nichts anderes. Und was dann hinterm Komma ist, na gut, das hängt dann halt von der Zahl ab, die wir normalisiert haben. Okay, wir haben 8 in Dual und normalisiert. Was müssen wir noch tun? Wir haben noch ein paar Schritte, die wir tun müssen. Wir müssen genau noch aufpassen. Unser Exponent steht in Exzess 127. Das Ganze müssen wir dann entsprechend einmal berechnen. Zwei hoch drei ist ja unser Exponent, also drei. Das wären 3, 4.
Das wäre entsprechend 1,1 in dualer Darstellung. Wir addieren darauf unseren Exponenten 127. So. Kann man sich vielleicht noch merken, 128 ist eine 1 mit 7 Nullen dahinter. Einer weniger ist halt eine 0 mit 7 Einsen. Weil 128 ja eine entsprechende Zweierpotenz ist. Wir addieren das Ganze zusammen. Müssen hier mit den Überträgen aufpassen. Und haben 1 plus 1, den Übertrag von 1, Ergebnis 0. 1 plus 1 plus Übertrag 1 macht 1 mit einem Übertrag 1. 0 plus 1 ist Übertrag 1 und unten die 0. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt, bis wir hier ganz vorne sind. Und das hier vorne ist dann die letzte 1, die dann jetzt keinen Übertrag mehr erzeugt, die dann stehen bleibt. Damit haben wir unseren Exponenten umgewandelt. Also wir nehmen unseren Exponenten aus der normalisierten Zahl. Also deswegen dran denken, erst die Dualzahl zu normalisieren, davon den Exponenten zu nehmen, plus die 127 zu rechnen. Und dann sollten wir hier unseren Exponenten in Dualdarstellung haben. Das sieht schon mal gut aus. Weitere Schritte. Ja, wir können die Zahl. Im Endeffekt haben wir alles zusammen, was wir für die Zahl brauchen. Wir müssen keine Berechnung machen. Wir können einmal nochmal zwei Sachen angeben. 0, weil das eine positive Zahl ist. Und unsere Mantisse wissen wir auch. Was ist das nämlich? Was ist jetzt die Mantisse? Genau. Genau, das, was nach dem Komma steht. Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass da einmal aufgepasst wird. Es reicht, die ersten 8 Bit anzugeben. Also die Mantisse wird angegeben, rein formal gehört ja auch die 1 dazu, aber wir geben sie an ohne die führende 1, denn das nochmal zur Erinnerung, dadurch, dass wir das normalisiert haben, ist es so, dass klar, wenn wir eine Mantisse in diesem IEEE 754-Format angeben, dass das immer 1, und dann die Zahlen der Mantisse sind, die wir geschrieben haben, weil wir immer wissen, diese 1 existiert immer an der Stelle. Gut. Wisst ihr noch, in welcher Reihenfolge ich jetzt das angebe in dem Format? Also ich habe jetzt ja alles, ne? Vorzeichen, Mantisse und Exponent und alles. In welcher Reihenfolge muss ich das denn jetzt angeben? Okay, in dem Fall, genau, in dem Fall ist die Aufgabenstellung richtig nett, weil sie es genau in der richtigen Reihenfolge angegeben hat. Also ich fange an mit dem Vorzeichen, dann diesen Trennstrich, dann gebe ich meinen Exponenten an in dieser Exzess-127-Darstellung und dann meine Mantisse. Na, also. Falls es nicht in der Aufgabenstellung ist, merkt euch einmal einfach, wie rum das ist, nämlich Vorzeichen, Exponent und Mantisse. Das wäre sicherlich nochmal sinnvoll, sich das zu merken. Okay, das sieht gut aus. Das war jetzt die 8. Wir haben nicht nur eine 8 als Zahl, wir haben auch noch die minus 0,75. Wollen wir nochmal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Mach mal kurz ein Textfeld auf.
Also, minus 0,75. Ich höre Vorschläge. Was hatten wir eben gemacht? Wir hatten eben zuerst in Dualzahl gewandelt. Was wäre das hier? Also, ich würde ähnlich wie eben anfangen damit, dass ich meine Zahl in eine Dualzahl wandle und sie normalisiere. Minus 0,75. Was kommt da dann raus? Okay, genau, also 0,75 setzt sich zusammen aus 1/2 plus 1/4. Das heißt, eigentlich ist das 0,11 im Dualsystem. Jetzt ist das Ganze natürlich noch nicht normalisiert, weil ich eine Null vorm Komma habe. Das ist nicht schön. Ich habe irgendwie auch nur die Null. Das heißt, ich muss das Komma noch einmal schieben, komme auf 1,11. 1,1. Habe mein Komma nach rechts verschoben, das heißt rechts verschieben, dann wird mein Exponent kleiner. Statt 2 hoch 0 ist der dann also 2 hoch minus 1. Ich kann mich um den Exponenten kümmern, so wie eben. Hatten wir gesagt, wir haben unsere Zahl. In dem Fall, ich würde es einmal beim Aufschreiben umdrehen, weil es uns einfacher macht. Die 127 aus dem Exzess 127. Unser Exponent ist minus 1. Also eigentlich hätten wir ja plus minus 1 plus 127 oder 127 plus minus 1, wenn man das einmal umdreht, oder 127 minus 1. Sparen wir uns nämlich so ein bisschen Rechnerei und aufpassen und schreiben. Haben unseren Exponenten. So, was wissen wir über das Vorzeichen? Was müssen wir da jetzt angeben diesmal? Genau, das ist die 1, weil es negativ ist. Also, genau, Vorzeichen ist dann gesetzt, wenn wir eine negative Zahl haben. Und wie sieht die Mantisse aus in dem Fall? Was wäre die Mantisse unserer Zahl? Genau, eine 1 mit 7 Nullen. Also es ist ja 1,1. Die 1 vorm Komma fällt weg. Dann haben wir noch die 1 über. Wir füllen das auf mit 7 Nullen, da wir ja die ersten 8 Bit angeben sollen. Damit haben wir Exponent, Vorzeichen und Mantisse alles zusammen. Und können das Ganze auch wieder nach IEEE 754 angeben. Unser Vorzeichen, unser Exponent und unsere Mantisse. So, und achtet bitte darauf, wenn es eine derartige Aufgabe gibt, dass ihr oder geben sollte,
weiß ich ja immer nicht, was genau es gibt und was nicht, dass ihr nicht nur das Ganze berechnet und dann glücklich seid und dann an die nächste Aufgabe geht, sondern auch auf jeden Fall einmal hier entsprechend das Ganze in dem Format angeht. Gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit auch mit den ganzen Themen rund um Dualzahlen. Wir sind ungefähr bei der Hälfte meiner Themen für heute. Und dann kommen wir mal zu einer anderen Frage, die hoffentlich nicht so schwer ist für euch. Nämlich die Frage, welcher dieser Codes ist zyklisch bzw. einschrittig? Fangen wir erstmal einfach mal an mit der Frage, welcher Code ist, also wir haben drei Codes dort, die stehen hier A, B und C. Welche von denen sind einschrittig? Richtig, also es sind einschrittig sind A und B. Einschrittig heißt ja, dass von einem Codewort zum nächsten Codewort wir nur eine Stelle Unterschied haben. Das ist bei A erstmal die dritte Stelle, die sich ändert. Vom dritten, zweiten zum dritten ändert sich die vierte Stelle. Vom dritten zum vierten ändert sich die erste Stelle. Bei B ändert sich erst die erste Stelle, erst die zweite Stelle. Dann die erste Stelle und dann nochmal die zweite Stelle. So, wenn wir uns C angucken hingegen, da haben wir 0011. Da sehen wir schon hier, das ist irgendwie nicht einschrittig, weil eben nicht nur eine Stelle sich ändern, sondern zwei. Wir können uns das Ganze auch noch weiter angucken. Es ändern sich hier erste und dritte Stelle zum dritten Codewort. Und vom dritten zum vierten Codewort ändern sich die zweite und dritte Stelle. Das heißt, einschrittig ist C nicht, aber was wäre ein Schritt, was wäre C, wäre C? Genau, C wäre zweischrittig, weil sich in dem Fall immer genau zwei Bits von einem Codewort zum nächsten ändern. Gut, jetzt gibt es noch eben die Frage nach zyklisch. Welche von den Codes sind denn zyklisch? Also wir haben A, B und C und welche haben wir hier, die zyklisch sind? Gut, ich sehe hier schon den Vorschlag. B plus C, das ist auch soweit richtig. Zyklisch heißt ja, dass vom letzten Codewort die Schrittigkeit genauso wieder gilt zum ersten Codewort. Also das heißt, dass ich hier bei A mir das letzte Codewort angucke, wie viele Bits ändern sich vom letzten zum ersten. Und ich sehe, dass sich hier das erste ändert, das zweite und das zweite, das dritte und das vierte. Also erste, dritte und vierte Bit ändern sich. Das heißt, bei A habe ich vom letzten Codewort zum ersten Codewort drei Bit, die sich ändern. Der Rest war einschrittig, also habe ich einschrittig und vom letzten zum ersten dreischrittig, dann ist es nicht zyklisch. Während ich mir hier beim B angucke, von 1, 0 auf 0, 0 ändert sich auch nur ein Bit wie vorher. Das heißt, da haben wir durchgehende Einschrittigkeit. Und bei C hatten wir gesehen, dass das Ganze zweischrittig ist und wir gucken uns das letzte Codewort an, 101 zu 000, dem ersten. Das sind auch zwei Bit, die sich ändern. Das ist tatsächlich durchgehend zweischrittig. Okay. Was ich jetzt mit euch gerade nicht machen will, aber woran ich erinnere, ist, dass es dieses Verfahren aus der Vorlesung gab, was wir auch in den Übungen gemacht haben, wie man entsprechend eine Code erzeugen kann, wo wir dann eine Einschrittigkeit auch haben und wo wir damals dann auch geschickte Auswahl an Codewörtern raussuchen sollten. Gut, dann
gehen wir mal zu dem Thema Wahrscheinlichkeiten, immer noch im Codierungsbereich. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht, dass wir die Themen hatten Huffman und Fano-Codierung. Also, wir haben Wahrscheinlichkeiten für P von A. Also Wahrscheinlichkeit von P von A ist 0,1, P von B 0,2, P von C 0,4, P von D 0,3. Und jetzt sollen wir einmal nach Huffman und einmal nach Fano dafür eine Kodierung angeben. Wir fangen also an mit Huffman. Erinnert ihr euch da noch an was? Wie kriegen wir jetzt eine Kodierung nach Huffman? Was müssen wir dafür machen? Ja, genau. Guter Punkt. Wir müssen das nach Wahrscheinlichkeiten ordnen. Und jetzt gibt es im Prinzip die 50-50-Chance, das richtig rumzumachen, wie rum wir die Wahrscheinlichkeiten ordnen. Ihr könnt einmal überlegen, während ich anfange hier zu schreiben. Also für Huffman müssen wir die Wahrscheinlichkeiten in aufsteigender Reihenfolge sortieren. Das heißt, mein erstes Element wäre A mit 0,1 und dann B mit 0,2. Dann kommt D mit 0,3 und dann erst C mit 0,4. Okay, das ist der erste Schritt. Jetzt habe ich die Wahrscheinlichkeiten sortiert und was muss ich dann als nächstes machen? Ich habe die Wahrscheinlichkeiten sortiert. Was muss ich als nächstes machen, wenn ich eine Kodierung nach Huffman rausbekommen möchte? Vielleicht fällt euch noch so ein anderes Wort ein im Zusammenhang mit Huffman. Irgendwas, was Huffman hieß. Bäume, genau, Huffman-Baum. Also, wenn man irgendwie ein bisschen stockt und hängen bleibt, wie es denn weitergeht, es ging darum, irgendwie, es gab diese Huffman-Bäume. Das ist ein bisschen der Unterschied zu dem anderen. Also, wir wollen Bäume rauskriegen. Und wenn wir Bäume reinkriegen, dann müssen wir Dinge zusammenfassen. Und genau, es ist eben so ein bisschen schwierig zu unterscheiden, die beiden Sachen. Deswegen gucken wir uns beides auch einmal an. Packen das nebeneinander. Also Huffman immer noch im Hinterkopf haben, sollen Bäume rauskommen. Bäume, und das sind so Bäume, typischer binärbaumartiger Baum, also immer zwei Äste an jedem Knoten. Wir müssen also Dinge zusammenfassen. Und was wir bei Huffman zusammenfassen, sind die zwei Elemente mit der geringsten Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben hier 0,1 und 0,2 A und B, was wir zusammenfassen. Das gibt ein neues Element, einen neuen Knoten mit dem Wahrscheinlichkeitswert 0,3. Und unsere Elemente hängen an diesem Knoten dran. Und wenn wir diesen Knoten haben, dann müssen wir
was damit machen. Wisst ihr das wieder, was wir jetzt machen? Wir haben jetzt so einmal, wir haben zwei Elemente zusammengefasst. Da kommt ein neuer Knoten raus, wo die beiden Elemente hängen. Was müssen wir damit jetzt tun? Naja, im Endeffekt ist es relativ ähnlich zu dem ersten Schritt, den wir gemacht haben. Wir haben unseren Knoten zusammengefasst, aber wir haben ja hier irgendwie noch Elemente, die über sind, in dem Fall D und C. Und wir gehen immer nur schrittweise vor. Das heißt, wir nehmen unseren Knoten hier. Naja, und wir sortieren das halt wieder nochmal rein. Also es ist immer sortieren, zusammenfassen, sortieren, zusammenfassen, sortieren, zusammenfassen. Das sind immer wirklich die Schritte. Also das Sortieren nicht vergessen. Wir haben hier noch D. D hat auch den Wert 0,3. Das heißt tatsächlich, wir könnten uns jetzt überlegen, ob wir das D davor schreiben, weil das den gleichen Wert hat, zufällig. Oder wir können es dahinter schreiben. Ich schreibe es einmal hier hinter in der Sortierung. Das kann auch dazu führen, dass ja unterschiedliche Huffman-Bäume rauskommen, obwohl man mit der gleichen Wahrscheinlichkeit anfängt. So, das heißt, ich habe sortiert, ich habe zusammengefasst. Das Zusammengefasste habe ich wieder einsortiert. Und dann. Genau, dann würde ich das jetzt mit D zusammenfassen, weil 0,3 und 0,3 wieder die zwei kleinsten Elemente sind. Kriege also einen neuen Knoten 0,6 dabei raus. Also Wahrscheinlichkeit 0,6. Da hängt einmal mein 0,3 Knoten dran. Und auf der anderen Seite mein D. Und an dem 0,3er Knoten immer noch die Elemente A und B. So, also sortieren, zusammenfassen, sortieren, zusammenfassen, sortieren. Was müssen wir noch einsortieren? Unser C fehlt noch. C hat 0,4, hat den Wahrheitswert 0,4, das heißt in dem Fall links davon hingeschrieben. Es sind jetzt nicht so viele Elemente für diesen ganzen Baum, aber wir wollen ja heute noch ein paar andere Themen durchgehen. So, insofern, das sind die letzten beiden, die fehlen uns noch. Wir fassen das nochmal zusammen, haben eine neue Wurzel mit dem Wahrheitswert 1. Auf der linken Seite das C mit dem Wert 0,4 und ich habe gerade das Gefühl, dass es eigentlich schneller gehen müsste, wenn ich das einmal kopiere. So, weil das ist ja nichts anderes als das, was ich gemacht habe. Den ganzen Baum, die Elemente. Also, dass hier so viel ranhängt, ist mir ja eigentlich egal an der Stelle, wenn ich den Baum hier aufbaue. Sondern ich gucke einfach nur, dass ich den aufgebaut habe. Jetzt habe ich auch keine Elemente mehr über. Ich habe auf der obersten Ebene nur noch meinen Knoten mit dem Wert 1. Dann bin ich auch fertig mit dem Huffman-Baum. Und aus dem Baum kann ich jetzt meine Kodierung ablesen. Also, ich habe hier meine Elemente A, B, C und D. Und jetzt will ich die Kodierung dafür wissen. Zu dem, was du gerade geschrieben hast, sage ich gleich noch mal was.
erstmal das Ablesen der Kodierung aus dem Baum. Ich gehe vom Wurzelknoten aus, meine Äste lang, und immer entlang der Äste gucke ich dann, ob das 0 oder 1 ist der Wert, bis ich dann bei meinen Elementen angekommen bin. Und ihr habt auch schon richtig geschrieben, A hat den Wert 1, 0, 0. Weil um hier unten hinzukommen, gehe ich über den rechten Ast, den linken Ast, den linken, 1, 0, 0. Ne? Also ich fange für die Huffman-Kodierung, ich fange oben beim Knoten an, bei der Wurzel an, gehe dann zu den Blättern runter. Und B wäre dann 1, 0, 1, weil ich rechts, links, rechts gehe. Mein C ist relativ einfach. Das hängt hier nur da eben dran an dem Nuller-Ast. Und D ist 1, 1. So. Genau, und das. Deswegen würde ich so ein bisschen vorsichtig sein, mit dem zu sagen, wie man das, wie man die Kodierung bildet. Ich glaube, damit, mit dem, wie du es beschrieben hast, kannst du durcheinander kommen, wenn du es dir so merkst. Außer du bist dir sehr sicher, dass du es dir so merken kannst. Oder ich habe das vielleicht nicht ganz richtig verstanden, wie du es meinst. Kann ich ja auch nicht ausschließen. Also, was ihr euch für Huffman merken solltet, ist, dass ihr aufsteigend sortiert, mit dem kleinsten angefangen, aufsteigend sortieren. Und dann müsst ihr einen Huffman-Baum aufbauen. Oh, vielleicht geht das so irgendwie. Aufsteigend sortieren und den Huffman-Baum aufbauen. Bessere Eselsbrücken gerne im Moodle für alle schreiben. Genau, und dann von der Wurzel aus die Kodierung für die einzelnen Elemente ablesen. Ja, das ist eine gute Frage. Nach dem Motto, kann man das nicht andersrum zeichnen? Die Vorschrift zum, also tatsächlich so wie der Huffman-Baum definiert ist oder die Huffman-Kodierung zum Aufbauen, ist es so, dass du schrittweise mit dem Zusammenfassen vorgehst. Und ja, leider führt es dazu, dass du einzelne Teile des Baumes immer wieder zeichnen musst. Also, wenn man nur schnell selber wissen will, wie so ein Baum ist, könntest du natürlich das Ergebnis hier eben runterschreiben. Das würde wahrscheinlich schneller gehen. Andererseits möchte ich natürlich nicht ausschließen, dass du dann durch fast ähnliche Wahrheitswerte dann doch durcheinander kommst. Sowas wie zum Beispiel, dass das C plötzlich halt hier links von unserem Baum ist. Also die Berechnungsvorschrift ist da relativ, oder die Vorschrift zur Erstellung eines Huffman-Baums ist da relativ eindeutig. Sortieren, Elemente zusammenfassen, das Zusammengefasste wieder einsortieren, Elemente zusammenfassen, das Zusammengefasste wieder einsortieren und so weiter. Auch wenn es leider ja tatsächlich sehr schreibaufwendig ist. Deswegen an sich sind das, finde ich, meist relativ einfach machbare Punkte in der Klausur. Umgekehrt braucht man halt auch eine gewisse Zeit. Also die Punkte in der Klausur gibt es dann halt auch entsprechend mit auch dafür, dass man die Zeit braucht, das runterzuschreiben. Wenn man aber eine andere Aufgabe hat, wo man weiß, dass man jetzt erstmal viel schneller die mit ähnlich guten Punkten jetzt schneller lösen kann oder vielleicht zwei andere lösen kann, dann macht ihr die vielleicht zuerst. Oder wenn ihr sagt, nee, ich will hier die sicheren Punkte abstauben, dann, oder ich bin bei den anderen noch nicht so sicher, was ich da machen muss, dann macht ihr halt die Huffman-Kodierung zuerst. Das müsst ihr dann abwägen. Gut. Also, wie gesagt, denkt dann daran, dass ihr aufsteigend sortiert. Vom kleinsten zum größten. Und das dann einsortieren. Also deswegen immer an die Huffman-Bäume im Hintergrund denken, dann
habt ihr die Hälfte hoffentlich schon im Hinterkopf. Das zweite ist ja jetzt die Codierung nach Fano. Ich sagte vorhin ja schon, es ist 50-50-Chance. Fano-Codierung ist genau umgekehrt. Das heißt, wir sortieren vom größten zum kleinsten Element. Aber dann müssen wir etwas anders vorgehen. So, also erstmal rückwärts. CDBA wäre das. Genau, also wir sortieren absteigend das Ganze und in dem Fall, das ist richtig, wir müssen möglichst gleich wahrscheinliche Mengen bilden. Also ich darf diese Sortierung, darf ich an einer Stelle durch Strich in zwei Teile teilen und diese Teile sollen möglichst gleich große Wahrscheinlichkeit haben. Wo würdet ihr dann jetzt hier die Teilung machen? Genau, zwischen C und D, weil dann haben wir hier vorne die Wahrscheinlichkeit 0,4 und dahinter 0,3 plus 0,2 plus 0,1 sind 0,6. 0,4 zu 0,6, das ist nicht optimal, aber ist halt irgendwie halbwegs gleich wahrscheinlich. Die andere Alternative wäre gewesen zu gucken, könnten wir vielleicht C und D zusammenfassen, dann hätten wir aber 0,7 zu 0,3. Das ist deutlich ungleicher als was wir jetzt gewählt haben. Insofern ist es genau richtig. Ich trenne das Ganze. Wisst ihr noch, wie es dann weiterging? Genau, die eine Menge bekommt eine führende 0, die andere bekommt eine führende 1. In dem Fall weiß ich jetzt schon, dass die linke Seite hier, das C, das ist halt nur ein Element, da werde ich nichts weitermachen müssen. Insofern ist das nur die 0. Was mache ich denn jetzt hier mit der rechten Seite? Da habe ich noch mehr als ein Element. Genau, auch hier muss ich wieder teilen, nach möglichst gleicher Wahrscheinlichkeit auf beiden Seiten. Also ich gucke mir an, D, B und A, 0,3, 0,2, 0,1. Das ist relativ einfach. Ich teile zwischen D und B, weil dann habe ich 0,3 plus 0,3. Und ja, oben hatten wir schon gesagt, führende 1. Auch hier müssen wir jetzt einmal unsere Nullen und Einsen verteilen für die beiden Seiten. Wir wissen, dass davor schon eine führende 1 kommt, also ist da auch noch was davor. Auf der linken Seite ist da schon das letzte Element. Da kommt dann nichts mehr hinter, da sind wir fertig. Auf der rechten Seite wissen wir, oh, das sind noch mehr als ein Element, also müssen wir teilen, da kommt noch was dahinter. Und den Schritt wiederholen wir dann natürlich auch noch einmal. Wir müssen nochmal B und A teilen. Also das heißt, wir teilen für eine Codierung nach Fano so lange, bis wir jedes Element für sich einmal haben und jedes Element dadurch auch eine abschließende Zahl zugewiesen bekommen hat. Also in dem Fall hier die 0 und die 1. Genau, es war jetzt durch die Zahlen, die wir gewählt haben, zufällig so, dass wir links schon fertig waren nach dem ersten Schritt, hier ganz oben, und dann nur auf der rechten Seite weitergemacht haben. Aber es hätte genauso sein können, dass hier ja auch noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie noch ein E oder so gewesen wäre. Und dann hätten wir hier mit E und C das Ganze auch noch weitermachen müssen. Oder wenn es mehr als zwei Elemente gewesen wären, dann wäre der Baum hier auch deutlich länger. Und so, ah gut, ich wollte nicht Baum sagen. Also dann wäre das auf der linken Seite hier auch weiter. Wir hätten dann auch weiter das Ganze
immer weiter aufgeteilt, bis, wie gesagt, überall nur noch ein Einzelelement eine abschließende Zahl zugewiesen bekommen hat. Okay, wie können wir denn jetzt da die Kodierung rauslesen? So, genau, also ich gehe die führenden Zahlen von oben nach unten, bis ich bei einer abschließenden Zahl angekommen bin. Das heißt in dem Fall für beispielsweise das A, genau, ich gehe hier unten muss ich landen. Da bin ich diesen ganzen Weg hier gegangen. Eine führende 1, eine mittlere 1, eine abschließende 1. Das heißt, mein A kriegt als Kodierung die 111. Für das B bin ich den Weg hier rechts gegangen, einmal links, also eine führende 1, eine 1 mittendrin und dann folgt noch eine 0, macht 1, 1, 0. C war hier oben zu Ende, das ist die 0 und D 1, 0 in dem Fall. So, das ist die Kodierung nach, eine Kodierung nach Fano. Wir sehen also, gewisse Ähnlichkeit, gewisse Unterschiede. Wir haben auf jeden Fall andere Werte rausbekommen. Das ist jetzt nicht so unüblich. Es hätte auch sein können, dass wir unterschiedliche Anzahl unterschiedlicher Längen haben. Das ist so ein bisschen Zufall, dass wir zweimal Wörter mit drei haben, einmal eins und einmal zwei. Es ist zwar von der Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Anzahl der Codewörter, nein, die Längen, die Anzahl der Codewörter mit gleicher Länge gleich sind, so rum. Aber es kann halt auch anders sein. Also da davon darf man sich da nicht irritieren lassen. Ja, und beide Codierungen, sowohl die Codierung nach Huffman als auch die Codierung nach Fano, die erfüllen jetzt etwas. Wisst ihr, was die beide erfüllen? Genau, die Fano-Bedingung. Was war die Fano-Bedingung? Ja, sehr simpel ausgedrückt. Kein Wort beginnt mit einem anderen. Also kein Codewort ist das Anfangswort eines anderen Codewortes. Das heißt, wenn ich hier eine Binärkette habe, beispielsweise diese hier 111010, dann würde ich bei der Codierung nach Fano, also war jetzt als Beispiel für das hier rechts gedacht, würde ich aus dieser Kette sehr genau sagen können, was dafür Buchstaben hinterstehen oder für Elemente hinterstehen. Ich gucke hier 1, 1, 1 wäre so das erste. Ich würde hier also die Trennung setzen. Das erste wäre das A. Und es gibt halt kein Codewort, was beispielsweise nur die 1 hat oder was den Wert 1, 1 hat. Ja, also das ist, wir erinnern uns vielleicht an den Morsecode. Da haben wir diese Fano-Bedingung eben nicht gegeben. Da können wir nicht einfach mittendrin aus einem übertragenen Text irgendwo reinspringen, ohne zu wissen, wo wir jetzt genau anfangen. So, hier wäre es halt einfach. 111, 0 gibt es dann nur das C und 10 wäre dann das D an der Stelle. Und auch richtiger Punkt, der hier erwähnt wurde von euch. Wahrscheinliche Wörter sind kürzer kodiert. Das ist auch so ein Ziel in dieser Huffman- und Fano-Kodierung, dass ein Wort, was häufiger vorkommt oder Element, was häufiger vorkommt, dass man da natürlich möglichst wenig Bits braucht, um die zu kodieren dafür.
So, dann warte ich jetzt noch mal kurz, ob das noch mal eine Frage ist an der Stelle. Okay, ob man die führende 0 auch mit der 1 tauschen könnte? Ich meine, meistens ist das in der Vorlesung so gewesen, dass ihr links die 0 und rechts die 1 hattet als führende Zahl. Rein prinzipiell ist das Umgekehrte, führt natürlich auch zu einer gültigen Codierung, die die Fano-Bedingung erfüllt und die auch erfüllt, dass die kürzeren Wörter kürzer codiert sind. So. Noch ein Thema aus der Kodierungstheorie, nämlich die Entropie. So, jetzt werfe ich wieder mit einem Wort erstmal um die Ecke. Das ist auch mal ganz hübsch. Entropie zu berechnen ist die Entropie vom Wurf einer präparierten Münze. Ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Paar Hinweise sind uns dazu gegeben. Der Logarithmus Duales von 1 Zehntel entspricht ungefähr minus 3,3 und der Logarithmus Duales von x mal y ist das gleiche wie der Logarithmus Duales von x plus Logarithmus Duales von y. Zweiteres etwas, was sich lohnt zu merken, falls das nirgendwo als Hinweis steht. Entropie, okay, wir haben hier irgendwie, das war auch so ein Ding, ne? Da ging es auch irgendwie um Wahrscheinlichkeitswerte. Die da mit reinspielen. Wie kommen wir denn auf die Entropie? Was wisst ihr da noch? Woran erinnert ihr euch zu dem Thema? Ja, okay. Informationsgehalt ist erstmal ein gutes Stichwort. Mittlerer Informationsgehalt einer Nachricht ist das. Erinnert ihr euch noch, wie man das berechnen musste? Genau, es gab eine Formel, da war irgendwie eine Summe drin und irgendwie auch was mit Wahrscheinlichkeiten. Also es gibt zwei Formeln. Wir können gucken, welche wir nehmen. Die sind beide äquivalent. Ja, gut, wir können mal gucken, ob wir damit aufs gleiche Ergebnis kommen. Also erstmal die Entropie. Das war H steht für die Entropie. Und wir nehmen die Summe aller. Na gut. Muss ich gerade mal gucken, ob ich das irgendwie sauber schreibe. Da hat er noch gehakt. Machen wir es so. So war das. Summe aller p von ai von i gleich 1 bis n mal dem Logarithmus zur Basis 2 von eins durch p von ai.
Die Formel ist das Gleiche. Also falls ihr irgendwie die nicht so im Kopf habt oder euch an was anderes erinnert, in dem Fall wäre das das Gleiche wie die Formel mit dem Minus vor dem Summenzeichen. Dann auch da die Summe über p von ai, aber in dem Fall dann mal Logarithmus duales von p von ai. Da haben wir also keinen Bruch an der Stelle. Korrekt sind beide. Gut, wir können ja mit dem linken arbeiten. So, das soll ein Mal sein, kein Minus. Können wir das schon einsetzen? Also ja, gut, wahrscheinlich können wir alles. Ich will noch mal auf einen Schritt davor, dass man sich bewusst machen muss, okay, wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten. In der Aufgabe steht auch was zu Wahrscheinlichkeiten, aber wir sollten uns das vielleicht einmal festhalten, was das eigentlich bedeutet. Wir haben eine Münze, die eine Wahrscheinlichkeit hat, dass wir Kopf werfen und eine Wahrscheinlichkeit hat, dass wir Zahl werfen. Das ist hier noch relativ einfach. Ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Das heißt, P von Kopf hat den Wert ein Zehntel. Und da wir zwar von einer präparierten Münze, aber nur von einer normalen Münze reden, können wir davon ausgehen, dass sie für den Rest des Ganzen sich wie eine normale Münze verhält. Das heißt, für alle anderen Würfe Zahl ergibt und nicht irgendwie auf der Kante stehen bleibt. Genau, je nach Aufgabe eben gucken, dass ihr einmal euch klar macht, was sind eigentlich die Wahrscheinlichkeiten, die dahinter stecken. So, jetzt haben wir unsere Formel. Jetzt versuchen wir das Ganze einmal einzusetzen. Da das ja eine Summe ist, bedeutet das, dass wir das für jedes dieser Ereignisse mit Wahrscheinlichkeiten einmal tun und das Ganze summieren. Das heißt, ich gucke mir als erstes hier an. Ich habe meine Wahrscheinlichkeit für Kopf. Das ist ein Zehntel und ich setze das in die Formel ein. Ich habe ein Zehntel mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch ein Zehntel, was also 1 unten mal die 10 oben ist. Und da ich hier eine Summe habe, muss ich das für das nächste auch noch machen. Das nächste Ereignis ist Zahl mit 9 Zehntel. Das heißt, ich komme hier auf 9 Zehntel mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 9 mal die 10 hier oben hin. Das muss ich dann einmal zusammenrechnen. Und einmal gucken, was das für mich eigentlich bedeutet. Gut, dadurch, dass wir jetzt die andere Formel genommen haben als die, die ich benutzt habe, helfen uns diverse Hinweise da oben gerade nicht so sehr. Gucken wir mal, was haben wir denn? Wir haben ein Zehntel mal den Logarithmus duales zur Basis 2 von 1 mal 10 durch 1. Also das wäre 10 durch 1, Logarithmus zur Basis 2 von 10. Was käme da ungefähr raus? Erinnert ihr euch überhaupt noch, wie das war mit Logarithmusrechnung? Was bedeutet da eigentlich? Was steckt da eigentlich hinter? Vielleicht das nochmal zur Erinnerung, ne? Wenn ich irgendwie sowas habe.
Logarithmus zur Basis 2 von 4. Dann würde ich da 2 rauskriegen. Weil im Endeffekt diese Zahl hier oben, das ist, womit ich genau, also meine Potenz angebe, 2 hoch wie viel ergibt, genau, 2 hoch wie viel ergibt diese Zahl hinter dem Logarithmus. Also 2 hoch wie viel ergibt 4 und 2 hoch 2 würde 4 ergeben. Und wenn ich den Logarithmus Duales von 4 nehme, dann komme ich bei 2 raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Logarithmus Duales von 10 ausrechnen soll, dann muss ich überlegen, 2 hoch wie viel ergibt ungefähr 10. Ich kann halt überlegen, ne? 2 hoch 3 wäre 8, 2 hoch 4 wäre 16. Wenn ich 10 haben will, liegt eher an 8 als an 16. Und da kommt dann wieder so ein bisschen das ins Spiel, was ich dann oben schon geschrieben hatte. Das heißt, in dem Fall wären wir hier auf 3,3 etwa. Vielleicht sogar 3,32. Will damit nur sagen, das kann man auch grob noch abschätzen von den Werten. Und dann habe ich auf der rechten Seite habe ich noch 9 Zehntel mal Logarithmus Duales von einmal 10, also von 10 Neuntel. Das ist jetzt schon ein wenig hässlicher zu rechnen. Habt ihr eine Idee, was wir da machen können an der Stelle? Logarithmus Duales von 10, also einmal 10 durch 9. Wenn ich jetzt keinen Taschenrechner zur Hand habe, wie ich da irgendwie auf meinen Wert komme. Ich weise noch mal so ein bisschen darauf hin, dass es so einen Hinweis hier oben gab. Der könnte vielleicht ganz hilfreich sein. Also wenn ich hier so eine Zahl habe, wo ich da auf eine Zahl komme, wo ich sage, hey, da komme ich nicht, komme ich irgendwie nicht so ganz klar im Kopf, aber es ist hier irgendwie das eine Mal dem anderen, was bei den Entropieformeln halt gut passieren kann, dann kann ich auch sagen, naja, dieses Logarithmus duales 2 von einmal 10 durch 9 ist doch eigentlich etwas, wo ich auch sagen kann, das wäre das gleiche wie Logarithmus zur Basis 2 von 1 Neuntel. Mal 10, wenn ich das erstmal hier in einer Klammer zusammenfasse. Nee, mal 10. Nee, jetzt komme ich, das bringt mich selber durcheinander. Moment mal. Es haut nicht ganz hin. Okay, da habe ich mich selber ausgetrickst. Sonst müssen wir mit 10 Neuntel abschätzen. Geht natürlich auch irgendwo. Ist aber definitiv nicht ganz so hübsch. Zehn Neuntel. Zehn Neuntel ist irgendwie knapp über 1. Zehn Neuntel ist irgendwie ein, ist ja 9 Neuntel plus 1 Neuntel. Das heißt, ich hätte einmal 1 und ich habe auch nochmal plus 1 Neuntel.
Ja, irgendwo, sagen wir mal, irgendwas um die 1,1. Jetzt müssen wir überlegen, wie kommen wir auf was für einen Wert? 2 hoch wie viel? Kommen wir auf irgendwie knapp über 1 das Ganze? Ja, und knapp über 1. Also mit 2 hoch 0 würden wir ja 1 kriegen. Mit 2 hoch 1 würden wir 2 kriegen. Wir wollen relativ dicht an der 1 sein. Also sagen wir, es ist irgendwie nicht 2 hoch 0, sondern es ist irgendwie 2 hoch 0,1 oder so. Damit sind wir dann relativ dicht bei dem irgendwie 10 Neuntel, was knapp über 1 ist. Und relativ weit immer noch ist von 18 Neuntel. Hätten also 9 Zehntel mal 0,1. Und dann können wir das Ganze nochmal zusammenrechnen. Ja, gut, eigentlich 0,2. Ich bin gerade beim Schätzen. Also das ist halt das Ding. Ihr könnt halt gucken, wie genau ihr das hinkriegt. So 0,1 daneben, wenn es nicht so total einfach daneben ist. Ist das absolut in Ordnung? Gerade weil man halt eben keinen Taschenrechner hat. So. Und dann haben wir im Übrigen 3,3 Zehntel. Plus 9 mal 0,1, also 0,9 Zehntel. Das wären dann irgendwie 4,2 Zehntel. Und das wäre dann der Wert 0,42. Also was ich halt eben damit einmal zeigen wollte, ist, mit Abschätzung kommt man hier auch durch, ohne dass man Taschenrechner braucht an dem Ganzen. Ansonsten ist es für euch halt eben wichtig, diese Formel zur Entropie, die solltet ihr euch auf jeden Fall merken, egal ob ihr jetzt die linke oder die rechte nehmt. Mit der rechten würden wir auch auf das gleiche Ergebnis kommen. Da würden wir halt sinnvollerweise einmal Zahlen auseinandernehmen, können aber genauso ähnliche Abschätzungen treffen. Und ob wir jetzt am Ende 0,40, 0,41, 0,42 oder 0,43 rauskriegen, das ist natürlich macht das einen Unterschied an sich im Ergebnis, aber das ist halt minimal, um zu sagen, ohne Taschenrechner reicht das. Gut, genau. Also guckt euch das Thema ruhig auch nochmal an, wenn ihr jetzt irgendwie vorhin schon blanke Wand hattet beim Wort Entropie. Kam auch häufiger vor, wie eigentlich alles, was wir hier gemacht haben. Die Frage ist ja immer nur, in welcher Klausur was vorkommt. Und insofern würde ich jetzt einmal das Thema weiter wechseln. Und zwar gucken wir uns nochmal Riemann-Malla-Form an. Und also kurz RMF. Riemann-Malla-Form hatte ja ein bestimmtes Aussehen. Da durften wir nicht alles machen. Erinnert ihr euch noch, was in einer Riemann-Malla-Form einer Formel enthalten sein darf? Na, vielleicht erinnert ihr euch noch so ganz dunkel. Wir hatten da irgendwie so Formeln damals umgeformt, hatten irgendwelche KNF-Sachen umgeformt, wir hatten DNF-Sachen umgeformt, aber es gab auch irgendwie was, wo wir in Riemann-Malla-Form das bringen sollten. Und in dieser Riemann-Malla-Form durften wir halt nur manche Sachen benutzen und manche andere nicht. Erinnert ihr euch da noch an irgendwas? Eine Sache ist da ganz hervorstechend sogar. Genau, das XOR. Das XOR ist hier definitiv erlaubt. Und das ist irgendwie so das, was man ganz stark immer sieht. Wenn irgendwo ganz viel XOR drin ist, zumindest bei den Übungsthemen, dann war das wahrscheinlich irgendwas rund um die Riemann-Malla-Form. XOR auch mit diesem Kreis mit dem Plus drin. Und
Genau, also es gab die Basiselemente der Riedmüller-Form. Also wenn wir von drei Elementen ausgehen, dann hatten wir die 1 und dann hatten wir jedes Element für sich selber. Die beiden Ele also die drei Elemente jeweils zu Zweierpaaren kombiniert. Und die Dreierkombination, das sind die Basis, wären die Basiselemente für die Basiselemente der Riedmüller-Form für drei Variablen. Das heißt, wir sehen hier auch schon, aha, okay, die 1, also true ist erlaubt und anscheinend ist hier auch das and erlaubt, weil sonst dürften wir sowas hier nicht haben wie a und b, a und c und so. Das sind dann auch die drei Sachen. Also, wir haben XOR, AND und 1. Das ist das, was erlaubt ist. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, wenn wir eine Formel haben wie hier, wo im Endeffekt ja nichts anderes steht als, ich schreibe das nochmal ein bisschen übersichtlicher, nicht X1 und X2 oder X3. Dann gucke ich mir das an und dann sehe ich, da sind so ein paar Dinge drin. Ja, seht ihr vielleicht auch, die sind irgendwie nicht erlaubt in dieser Riedmüller-Form. Seht ihr, was nicht erlaubt ist? Was haben wir hier drin in der Formel, was wir nicht für eine Riedmüller-Form haben dürfen? Okay, genau. Wir haben sowohl eine Negation hier drin mit dem Nicht-X1 als auch hier das OR, X2 oder X3. Das dürfen wir nicht haben und da gibt es dann ja auch entsprechende Regeln für. Also es gibt die Regeln, wie wir eine Negation ersetzen. Jetzt könnt ihr kurz überlegen, ob ihr noch euch erinnert, wie man eine Negation ersetzen durfte. Ah, okay, sehr gut, genau. Nicht A wäre ersetzt oder ersetzbar durch A XOR 1. Und es gab auch Rechenregeln, wie wir ein OR ersetzen dürfen. Genau, das OR, das nehmen wir dann in die exklusiven Bestandteile auseinander. Also wenn wir A oder B haben, dann kann es ja entweder genau A sein oder es kann genau A oder es kann genau B sein. Oder es ist genau beides, also A und B. So, und dann gab es noch eine dritte Rechenregel, beziehungsweise nicht eine Rechenregel, sondern etwas, um Übersichtlichkeit zu schaffen und auch bestimmte Sachen eindeutiger zu machen. Wenn ich A XOR A habe, dann kommt da 0 raus. Ist ja an sich auch ganz logisch, wenn ich auf der einen Seite was habe und auf der anderen und es darf nur eine Seite exklusiv wahr sein. Das geht irgendwie schlecht, wenn ich zweimal das gleiche auf beiden Seiten hinpacke. Gut, damit haben wir alles, was wir wissen müssen, um eine normale Formel in eine Riedmüller-Form zu bringen. Das heißt, wir haben hier nicht x1 und x2 oder x3. Was würdet ihr als erstes so vielleicht machen? Vorschläge, wie wir jetzt weiter vorgehen? Wir haben eine Formel. Müssen aber irgendwie dafür sorgen, dass es in Riedmüller-Form kommt. Okay, genau. Wir können die Negation loswerden.
Das heißt, wir haben hier nicht x1, das wird nicht x1, das wird also zu dem, was unter der Negation steht, also dem a, das wird also x1, xor 1. Und das Ganze ist immer noch verundet mit der Klammer auf der rechten Seite. Was könnte man jetzt vielleicht machen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Eine würde ich jetzt bevorzugen. Mal gucken, was ihr so vorschlagt. Ja, genau, das würde ich jetzt auch als erstes machen. Das Ohr weg. Möglichst erstmal das ganze Zeug weg, was wir hier nicht brauchen, was wir nicht haben dürfen. Hier vorne, das bleibt. Und aus dem x2 oder x3 gucken wir genau, wie es hier wird. Wir haben also jeden der einzelnen Bestandteile und die Kombination von beiden. Und das Ganze mit einem XOR jeweils getrennt. Okay. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein XOR, 1 und das dürfen wir haben, XOR. Ja. Also wir haben nur noch XORs und UNTs da drin. Soweit erstmal gut. Sind wir damit fertig? Gut, das ist irgendwie auch so eine typische, weiß ich nicht, typische Lehrer- oder Dozentenfrage. Sind wir damit fertig? Nee, wenn ich so frage, natürlich nicht. Ich habe auch schon das Gleichheitszeichen dahin gemacht. Ne, wir erinnern uns daran, die Basisform der Riemann-Mallard-Form. Also wenn wir eine Formel in Riemann-Mallard-Form darstellen wollen, dann dürfen wir da nur XOR-Verknüpfungen haben zwischen diesen Basisformen. Und die dürfen auch jeweils nur einmal da sein. Jetzt haben wir irgendwie das Problem, auf der untersten Ebene hier ist ein AND, kein XOR. Und damit steckt hier eigentlich noch viel mehr hinter als nur die einfachen Basisformen. Das heißt, wir müssen jetzt einmal noch gucken, dass wir dieses AND hier loswerden. Und das machen wir halt ganz äquivalent mal wieder, wie wir es aus klassischen Mathematik kennen, dass wir quasi einmal da ja, alles ausmultiplizieren und wir haben hier zwei Elemente vorne. Dann machen wir das Ganze halt einmal mit dem vorderen Element und multiplizieren das und einmal mit dem hinteren Element und multiplizieren das. Das heißt, ich gehe hier durch, ich fange an mit dem x1. X1 und x2 kommen zusammen. Das getrennt durch xor. Dann x1, x3. Das XOR da nehmen und x1, x2, x3. So, jetzt würde ich prinzipiell eigentlich sagen, gut, das war die eine Hälfte. Ich habe hier einmal alles multipliziert. Dann steht hier irgendwie so ein XOR dazwischen und ich würde weitermachen. Ich habe hier die 1, einmal x2, kommt dann nur noch x2 raus. X3 und x2, x3. Und dadurch, dass das jetzt alles nur noch XOR-Formen sind,
darf ich hier an der Stelle eben auch die Klammern weglassen. Es ist alles auf der gleichen Ebene. Ich lösche die einfach mal an der Stelle, das macht es etwas einfacher. Wobei ich lösche die mal lieber richtig, sonst sagt irgendwer, nee. Da muss man irgendwie, Jessica hat gesagt, da muss man irgendwie so gekritzeltes Zeugchen machen. Nein, nein, nein. Okay, und wenn wir uns das jetzt angucken, dann haben wir an der Stelle tatsächlich nur noch Formen dieser Art hier vorliegen. x1, x2, x1, x3, x1, x2, x3, x2, x3 und x2, x3. In dem Fall alles gut. Jedes Element auch nur einmal. Wenn wir Doppelte drin hätten, dann müssten wir daran denken, dass es hier noch diese Rechenvorschrift gibt, a xor a gleich 0, dass wir das entsprechend dann nochmal rausnehmen. Okay, so, angesichts der Uhrzeit würde ich sagen, ich mache jetzt nur noch einen letzten Punkt, der sollte auch relativ schnell gehen. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben ja noch nächste Woche. Und zwar gucken wir einmal noch mal kurz auf die Hamming-Distanz. Ja, die Frage wäre, wie ist die Hamming-Distanz des folgenden Codes? Der Code 3x0, dann 011, 110 und 101. Kann mir jemand sagen, was die Hamming-Distanz dieses Codes ist? Oder vielleicht noch irgendwie sagen, gibt noch so ein anderes Wort für die Hamming-Distanz. Ja, genau, mit Abstand war das. Also Hamming-Distanz, wir reden da auch vom Minimalabstand. Und um das rauszufinden, müssen wir uns halt die Abstände der einzelnen Codewörter anschauen. Wir schauen hier eben drauf, von 000 nach 011 Abstand. Abstand 2. 011 nach 110 ist auch Abstand 2. 110 zu 101 ist Abstand 2. Und damit kommen wir dann auf den Wert 2. In dem Fall ist überall immer der Abstand gleich gewesen. Jetzt könnte es aber natürlich auch sein, dass wir ein Beispiel haben wie 000011110111. Ja, da wären die Abstände 2, 2, 1. Was wäre hier der Minimalabstand? Genau, das wäre die 1. Also in dem Fall, es ist wirklich dann immer der kleinste Abstand. Hamming-Distanz oder Minimalabstand, häufig mit dem Buchstaben kleines d bezeichnet, also in dem Fall d gleich 1. Gut, und wenn wir jetzt einen Code haben mit einer Hamming-Distanz von 6, genau, und da gab es so Dinge, wo es dann hieß, so und so viele Bitfehler können erkannt und so viel können korrigiert werden. Könnt ihr sagen, wenn wir wissen, wir haben einen Code mit einer Hamming-Distanz von 6, was wir erkennen und was wir korrigieren können? So, genau. Also, Fehler erkennen. Da nehmen wir oder da dürfen wir sagen, haben wir die Berechnungsvorschrift d-1. Ja, d ist die Hamming-Distanz. Wir wissen, die ist hier 6.
Das heißt, erkennen können wir 6 minus 1 gleich 5-Bit-Fehler. Und korrigieren ist d minus 1 halbe. Das ist also weniger. Ist eigentlich auch ganz logisch. Wir hatten ja so ein paar Beispiele, wo wir vielleicht erkennen konnten, dass da was nicht stimmt von den Paritäten, aber dass wir nicht genau sagen konnten, in welcher Zeile oder Spalte das ist, weil es immer noch eine Alternative gab, wo es sein konnte. Also d minus 1 durch 2, 5 durch 2, 5, habe ich da Minus geschrieben, 5 durch 2 wollte ich schreiben. Ja, wie viel Bitfehler kann ich denn jetzt korrigieren? 5 durch 2 ist erstmal 2,5. Kann ich jetzt 2,5 Bitfehler korrigieren? Genau. Ich kann nur 2 Bitfehler korrigieren. Also an der Stelle ganz klares, ja, immer abrunden oder abschneiden. Gibt nur volle Bitfehler, die ich korrigieren kann, keine halben. Das heißt, egal was ich bei d minus 1 durch 2 rauskriege, alle Nachkommastellen sind irrelevant. Ich brauche nur die Vorkommastellen. Okay, das soll es dann, glaube ich, für heute erstmal gewesen sein. Wir sind ziemlich durch die Themen geflogen. Ich hoffe, dass ihr zumindest dann nochmal das ein oder andere gemerkt habt. Da sollte ich vielleicht doch nochmal raufgucken oder, oh ja, so war das. Vielleicht auch ein bisschen Sicherheit an der einen Stelle. Wie gesagt, wir können nicht in der Tiefe durch, wie das Semester die Zeit gegeben hat. Und klar, auch in Klausuraufgaben ist dann potenziell noch mal ein bisschen mehr drin, als was wir gemacht haben. Aber ich versuche mit euch hier eine Basis zu schaffen. Nächste Woche haben wir dann noch mal einen Termin, wo wir uns die zweite Hälfte des Semesters grob angucken oder den zweiten Teil des Semesters. Ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte ist. Also KV-Diagramme. Ich denke mal, wir werden uns ein bisschen auf Assembler angucken. Die ein oder anderen Themen, die wir noch dazwischen hatten. Genau. Insofern sage ich dann erstmal einen schönen Donnerstagabend oder wann auch immer ihr euch das anguckt. Und eine schöne Woche und bis nächste Woche oder irgendwann anders mal in der Informatik.